Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ixion. So. Ich bin nochmal so 5-6 Zyklen zurückgesprungen. Weil ich nicht meine kompletten Schiffe verlieren wollte. Wir haben sie ja hier im Nebel verloren und ich glaube, er ist sogar noch ein Stück weiter gewandert. Auf dass wir fast alle unsere Bergbauschiffe verloren haben und auch ein Forschungsschiff. Das habe ich jetzt nochmal ganz kurz wiederhergestellt, weil das echt schon ganz schön heftig war. Das mit dem Nebel ist auch eine fiese Sache. Bin mir gar nicht sicher, wann der jetzt weiter wandert. Ich glaube, wenn ich hier... Oh. Die Mission fortführe, dann wird der Nebel nochmal wandern. Wir gucken mal. Diesmal bin ich nicht vorsichtig eingedrungen in diese abgesperrte Kommandozone, wo uns dieser Soldat zwei Besatzungsmitglieder erschossen hat, bevor er irgendwie komplett durchgedreht ist. Diesmal bin ich gewaltsam eingedrungen. Und ja, ist ein bisschen lame, ich weiß. Normalerweise wollte ich ja mit den Konsequenzen leben. Aber vier Schiffe zu verlieren und diesen scheiß Nebel vorm Auge zu haben, war mir doch ein bisschen heftig. Und die fünf Zyklen, naja, ich habe es halt nochmal schnell wiederholt. Gewaltsam eindringen ist der richtige Weg gewesen. Also beim Eindringen in das Areal fand die Besatzung der Galileo die Leiche eines jungen Soldaten. Sein Tagebuch lässt vermuten, dass er sich in einer Art Übergangsritual befand, als die Etemananki angegriffen wurde. Er war mit einigen Ingenieuren in diesem Bereich eingesperrt. Die anderen Leichen weisen Spuren von Kannibalismus auf. Lecker, haben sie selber gegessen. Weitere Tagebucheinträge beschreiben ein Individuum, das im Laufe der Zeit in Demenz versinkt und Dolos und die Ashtangiten für sein eigenes Unglück und den Verlust der Erde verantwortlich macht. Das Team schließt daraus, dass es sich hier um einen Ort der Indoktrination für die Arbeitskräfte der umliegenden Produktionsbereiche handelte. Sie fanden Überreste einer Statue, die dem Ruhm der Etemananki-Kommandanten gewidmet war, sowie weitere Kunstwerke, die die Feinde der Menschheit Dolos und die Ashtangiten verurteilten. Okay. Tatsächlich war diesmal der gewaltsame Weg der richtige. Dann können wir hier... Ja, guck mal, siehst du? Ja. Oh, warte. Okay, wir könnten ja dann hier rüberfliegen. Aber ich muss die Schiffe jetzt zurückholen. An accident has occurred in the Tycoon. Ja, zurück zur Tycoon. Ich habe alle anderen schon eingepackt. Wir bauen gerade nichts ab. Wir fördern nichts. Ich muss erstmal jetzt gucken, was mit dem Nebel ist, weil die Schiffe gehen darin direkt drauf. Das heißt, ich kann hier auch hier nichts weiter erforschen. Ich weiß nur nicht, wann dieser Nebel wandert. Ob das nach Zyklen läuft? Ich hoffe es. Oder nach Ereignissen. Also Zyklen wäre eher besser. Okay. Das heißt, wir warten mal kurz ab, wie sich der Nebel jetzt weiterentwickelt. Ich kann ja keine Schiffe hier rausballern. Und ich kann auch keine Sonden hier durchschicken, weil die auch zerstört werden. Dann heißt es jetzt mal kurz abwarten. Und wir kümmern uns ein bisschen um die Station. Wo war denn hier schon wieder ein Unfall eigentlich? Ah ja, das ist nochmal die Quest mit dem Hund. Also, den Hund nehmen wir natürlich wieder als Besatzungsmitglied, da wir jetzt wissen. Ein Stabilitätspunkt gratis. Mega geil. Gucken wir, dass wir die Helden hier wieder durch größere weiter ersetzen. Ansonsten habe ich nämlich ein echtes Legierungsproblem. Das wird wahrscheinlich trotzdem so sein, ich werde die hier nicht leer bekommen. Kann ich noch irgendwo anders hin Legierung verschieben?
Wir gucken mal, ob ich das hier irgendwie leer kriege nach und nach. So. Krankenhaus kann auch nicht abgebaut werden. Kriege ich hier unten? Kriege ich keine Halde rein? Doch, hier kriege ich sogar eine Halde rein. Dann würde ich hier kurzfristig nochmal eine aufstellen. Und schon sind wir auch, glaube ich, wieder auf dem Stand, den wir beim letzten Mal waren. Wie, was macht denn der Nebel jetzt? Und was ist, wenn der hier nach oben gezogen ist? Ich werde auf jeden Fall die Teilchen bewegen müssen. Dass wir vielleicht dann erstmal hier unten weitermachen? Oder kann ich hier noch was rausschicken? Und hier noch die restlichen drei Sachen mit dem Forschungsschiff. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt losschicke, kann es sein, dass wir es verlieren. Ich warte noch einen Moment. Oh, wir haben hier sehr viel Müll. Achso, die Dinger können nicht weiterarbeiten, weil die voller Legierung sind. Warte. Aha. Dann schiffen wir jetzt hier erstmal in Sektor 5 die ganzen Legierungen rein. Machen wir so erstmal. Ich muss es ja erstmal irgendwo unterbringen. Was sagt denn eigentlich Nahrung? Bei Wasser könnte so langsam dann auch wieder ein Problem werden, wenn wir jetzt nicht weiter an Eis drankommen. Okay, Legierungen wandern raus. Immer ein Auge auf den Nebel. Ich schick's jetzt los. Ich will jetzt hier nicht ewig warten. Wir können hier noch ein paar Punkte abgrasen. Und ja, das Wrack mal erforschen. Um hier mal ein bisschen weiterzukommen. Ich kann jetzt hier nicht ewig rumstehen. Ja. A science ship has arrived at its destination. Hol dir kurz die Punkte ab und dann gucken wir mal. Ich schicke erstmal nur eins. So. Ja, das wird abgerissen. Dann stellen wir da direkt eine große Halde für hin. So. Jetzt haben wir hier noch den Speisesaal. 1, 2, 3, der ist natürlich 4 breit. Aber ich kann jetzt auch schlecht Batterien abreißen, die werde ich wohl alle dann brauchen. Du wirst dann auch Legierungshalde. Kann ich vielleicht hier noch was abreißen? Müssen wir mal gucken. Junge, Junge, den umzubauen, das wird ja ein Krampf. Weil der halt schon so ultra voll ist. Warte mal, was ist denn hier? Ach so. Ich brauche hier noch eine Polymerhalde. Alter Schwede.
So, warte mal, direkt neue Forschung. Wir gehen auf selbstreinigende Systeme, dass unsere Solarpaneele nur um 50% Schaden bei Stürmen nehmen. Ist er weiter gewandert? Nee. Okay, wir gucken kurz. Wir haben die zerstörte Industriezone erreicht. Der Anblick ist faszinierend. Neben den allgemeinen Trümmerteilen und umhertreibenden Leichen gibt es große Haufen ehemals geschmolzenen Metalls, das sich verfestigt hat, als der Bereich dem Vakuum des Alls ausgesetzt war. Das Areal wurde sprichwörtlich aufgerissen und der größte Teil der Ausstattung weggesprengt. Der strukturelle Riss erreicht bis in einen Lagerbereich voll gelber Schwebeteilchen. Wir untersuchen erstmal die Industriezone, würde ich sagen. Bin sehr gespannt. Gottes Willen, ey. Wenn du nicht weißt, dass dieser scheiß Nebel sich nicht weiter bewegt. Und vor allem, ich nehme fast an, wir müssen die beiden Sachen erst noch erforschen. Das lässt er uns noch machen, bevor der Nebel weiterzieht. Sagt er jetzt, gleich ist das Schiff weg. Gut, lass erstmal weiterlaufen. Okay, die Halde ist da. Dann können die jetzt zumindest schon mal weiterarbeiten und weiter Legierung produzieren. Das sieht gut aus. Dann könnten wir... Welche beiden reißen wir noch ab? Die beiden und machen daraus auch eine große. Eigentlich hätte ich ja das Teilchen hier gerne weg. Wo können wir einen Speisesaal noch hinbauen? Okay, hier nicht, hier nicht. Doch, hier unten würde vielleicht gehen. Hier unten könnte tatsächlich noch was hin, wenn ich diese beiden Batterien wegreiße. Oder beziehungsweise... Wenn ich die umsetze... Wie viel habe ich hier in Sektor 1? 6,3. Ja, da müssen wir auf jeden Fall die Batteriestärke erstmal behalten. Aber hier kann ich nur eine hinbauen, ne? Jetzt würde ich mal was ausprobieren. Wir ziehen mal hier temporär eine Straße runter, dass die das aufbauen können. Dann reißen wir die Straße ab und setzen hier noch eine Batterie rein. Okay, Forschungsschiff ist fertig. Der Industriedistrikt selbst ist verwüstet. Die Maschinen die nun tote Besatzung muss beim Druckabfall von umherfliegenden geschmolzenem Metall getroffen worden sein. Als das Metall erstarrte, entstanden gräuliche Monumente. Manchmal blieb von einem Körper nur eine riesige Metallhülle zurück, die nun durch das Vakuum des Alls treibt. Alle Kryokapseln in diesem Areal sind vollständig von Stahl bedeckt oder beschädigt. Unser Team konnte jedoch Informationen über die Produktionsmethoden der Etemananki sammeln. Ja, wir untersuchen den Lagerbereich selbst. Ja, ja, es hat sich noch nicht bewegt, tatsächlich. Ich bin schon fast geneigt, das zweite Schiff auch noch loszuschicken. Um hier drüben noch zu erforschen. Ich denke mal, eins werden wir so oder so noch verlieren. So.
Abschaltung Algenfarm. Mach mal keinen Scheiß hier. Das wäre gestürzt. Das Wasser wird so langsam... Oh, eigentlich nicht. Ach so, uns geht das Eis aus, ne? Scheiße. War, glaube ich, eine gute Idee, das Schiff loszuschicken. Wir müssen ja irgendwann auch mal wieder ein paar Ressourcen abbauen. Fallender Reaktor. Ich bin sehr gespannt. Naja, gönn dir erstmal die Punkte, ne? Bevor du gleich in den Bach runtergehst. Lass kurz sammeln. Dann haben wir die schon mal im Sack. Wie schlimm soll es dann noch werden? Oh, nächste Technologie ist freigeschaltet. Das geht aber auch jetzt was voran. Okay, wir gucken rein. Unsere Sensoren haben einen Teil der Etemananki lokalisiert, der im Weltraum herumtreibt. Nach ersten Berichten handelt es sich bei dem Wrack um den Maschinenraum und die Reaktoren des Schiffes. Das Ding hat's aber auch zerfetzt, ey, alter Schwede. Wir haben die Anlage erreicht. Nur zwei der massiven Reaktoren der Etemananki sind übrig. Eine erste Erkundung zeigt drei interessante Punkte. Triebwerke, Maschinenraum und die Maschinenüberwachung. Wir arbeiten uns... Verlasse? Nö. Wir arbeiten uns mal langsam durch, ne? Guck mal bei den Triebwerken. Junge, Junge. So, oh Gott, ey, alter Schwede. Gut, Nahrung ist aber im Puffer da. Gut, dass wir die Helde noch gezogen haben. Kannst du ja eigentlich auch mal hier diese sinnlose Straße mal kurz abreißen. Und hier könnte noch eine Halde hin. Gut, für Eis brauchen wir im Augenblick ja auch nichts, ne? Die kannst du im Prinzip mal abschalten. Gerade kommt kein Eis rein. Und wir haben ja noch die große. Oh Mann, ey, ich bin gespannt. Okay. So, warte mal, ja, Batterie steht. Wir reißen die mal eben ab jetzt. Jetzt ist die Frage, wir können es ja jetzt schon mal, obwohl wir das erstmal aufladen. Dann können wir hier testen, ob wir das, ob die Batterie trotzdem funktioniert, obwohl sie nicht an eine Straße angebunden ist. Wenn sie erstmal aufgebaut ist. Wir müssen da ja nichts reinbringen. Okay, wir machen hier mal eben weiter. Die letzte Wissenschaft wird abgeholt. Ich glaube, wir müssen eine neue Forschung anwerfen. Okay, haben wir. Jo! Im Lagerbereich scheint es zu einer großen, heftigen Auseinandersetzung gekommen zu sein. Die ansässigen Arbeitskräfte haben offenbar versucht, mit kleinen Feuerwaffen und improvisierten Waffen einen Eindringling abzuwehren. Außer Schneidlaserspuren an den Leichen und Behältern gibt es keine Hinweise auf die Identität des Angreifers. Der Großteil des Lagers wurde offenbar geleert, doch das Team der Galileo konnte noch eine Reihe intakter Kryokapseln und Ressourcenbehälter ausfindig machen. Alles wurde für den Abtransport vorbereitet. Tja, wir suchen nochmal nach dem Ursprung der Partikel. Was willst du machen? Scheint tatsächlich so zu sein, dass man die storyrelevanten Teile erst abarbeiten kann. Bevor es weitergeht mit dem Ölnebel. Upsa, das wollte ich nicht. Ach so. Mal hier, die wird's abreißen. Jupp. Den einen Chip mache ich mal kurz raus. Schick den mal. Keine Ahnung.
hier rüber. Hauptsache es ist erstmal weg. Dann reißt er das Ding auch ab. Ist sie voll? Ja, die ist voll. Okay, ich reiß mal die Straße ab. Hoppala. Offiere ich dir. Scheint erstmal zu funktionieren. Wenn ich die beiden nämlich wegreiße, könnte ich hier unten den Speisesaal hinbauen. Beziehungsweise vielleicht kriege ich auch erst noch das hier sauber. Nein, ich bin ein Volldepp. Mach die mal leer. Und die macht die beide mal leer. Die sollen hier rüber lagern. So, was? Verfallener Reaktor. Es geht weiter. Jo, nice. Nochmal ein paar Punkte. Die Etemenanki schien über zwei verschiedene Antriebsarten zu verfügen. Die systeminterne Methode hat viel Ähnlichkeit mit dem Dolos-EKP. Ein Quervergleich der Missionsdaten zeigt eine Reihe von Übereinstimmungen mit der Begegnung in der Nähe des Saturn während der ersten Testphase der Taiken. Der systemübergreifende Antrieb entspricht der grundlegenden Funktion des Wohlantriebs. Unser Team hat die Überreste zahlreicher Akkreditierungsbereiche gefunden. Wissen und Zugang zu den Antriebsmodi waren scheinbar stark eingeschränkt. Die beiden Reaktoren wurden zur gleichen Zeit beschädigt wie die große Superstruktur. Unsere Analysen zeigen Spuren von Gluonenpartikeln. Wir gehen weiter in den Maschinenraum. Okay, gut, dass ich mit angefangen habe. Das dauert ja jetzt doch noch eine ganze Weile. Die ersten beiden waren schneller. Beziehungsweise der Abstand zwischen dem zweiten und dem dritten Vorschub der Wolke. Hätte ich vielleicht sogar noch ein paar Ressourcen abholen können. Denn jetzt ohne Eis wird es irgendwie ungeil. Achso, warte mal. Ich brauche hier noch eine Elektronik, wenn ich die größeren Lager bauen will und wahrscheinlich auch, wenn ich hier noch was umbauen möchte. Ich reiß die jetzt mal wieder ab hier. Dann hätten wir den Platz ein bisschen geiler genutzt. Könnten hier noch zwei große Halden hin. Das wäre schon mal ein Anfang. Und hier drüben muss ich noch ein bisschen umstrukturieren, dass ich noch eine große Batterie hinbekomme. Vielleicht später? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir mehr Platz. Eine große für Polymerbrüste vielleicht noch. Und noch eine große für Legierung. Das wird ja wieder eine Fummelei. Aber das scheint zu funktionieren. Hauptsache die Batterie steht erstmal, dann brauchst du die Straße nicht mehr. Okay, weiter rein. Könnt ihr schnell mal die Chips abholen? Lass mal schnell die Chips abholen. Wahrscheinlich geht der Nebel gleich weiter. Die Spur der gelben Partikel im Vakuum führte zu einer anderen Sektion des Etemenanki-Wracks, das weitgehend von der Zerstörung verschont geblieben ist. Die Partikel stammen von den zertrümmerten und beschädigten Blüten des gelben Kürbisses. Ein Beet dieser gefrorenen Pflanzen umgibt
eine große Bronzeskulptur, welche die Erde mit einer Lorbeerkrone darstellt. Um sie herum befinden sich zahlreiche Inschriften, die die vermeintlichen Feinde der Menschheit, Dolos und die Ashtangiten, verfluchen. Auf einer Tafel am Sockel steht: gegen den Zynismus, der die Hoffnung tötet, gegen den Wahnsinn, der die Hölle raufbeschwört, um das Genie der Menschheit und die Erinnerung an das Leben auf der Erde zu erhalten. In einem Fach unter der Tafel befand sich eine versiegelte Zeitkapsel, die kann möglicherweise geöffnet werden. Das ist schon wieder so ein Ding, da möchte ich ja fast sagen, ich will sie nicht öffnen. Aber ich bin halt neugierig. So, die Straße ist ja eigentlich auch ein bisschen sinnlos hier. Okay, das Ding könntest du abreißen. Ich glaube, wir müssen das Ding dann... Was ist denn? Warum geht denn hier eigentlich nichts vorwärts? Bringt doch mal die Legierung weg, bitte. Ey, ihr könnt es doch... Warum bringt ihr denn das nicht weg? Warte mal. Das ist doch an der Straße. Okay. Muss ich mal gucken, wie das hier unten passt. Weil die Straße ist ja eigentlich sinnlos, oder? Muss aufpassen, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Nee, das ist hier angeschlossen. Und das ist oben angeschlossen. Okay, jetzt ist die Straße eigentlich sinnlos. Aber wir gucken gleich, es geht gleich weiter mit den Nahrungen. Mal gucken, wie groß das Ding jetzt hier war. Da passt er nämlich hier eigentlich ganz gut hin. Das heißt, drei Straßen muss ich noch abreißen. So. Und dann müsste ich eigentlich hier auch noch was versetzen. Das müsste eigentlich ganz in die Ecke. Ja, Moment, jetzt gucke ich erstmal. Sekunde. Wo geht's denn weiter? Wie er sich nicht traut, irgendwo drauf zu klicken. Komm schon. Was war das? Die Zeitkapsel, ja. In der Kapsel befanden sich Spielzeuge und andere Alltagsgegenstände. Ich muss gleich meine Lupe holen, weil es so klein geschrieben ist. Mehrere Objekte waren von unbekannter Herkunft und Bestimmung für die Galileo-Besatzung. Zeitungsausschnitte beschreiben die Zeit unmittelbar, nachdem die Teilchen zum ersten Mal in den selbstähnlichen Raum eintrat. Es kam zum vollständigen Zusammenbruch des Ökosystems der Erde, beschleunigt durch die Zerstörung des Mondes. Als Reaktion errichteten die Vereinten Nationen eine totalitäre Regierung zur planetarischen Überwachung, um die um die Bevölkerung vor Ökoterroristen und Pandemiewellen zu beschützen. Sie räumten jeglichen unternehmerischen Handel zur Erhaltung der Umwelt Vorrang ein. Ja, okay. Individuelle Verantwortung stand offenbar an erster Stelle. Es wurden zahlreiche rechtliche Maßnahmen ergriffen, um jegliche weitere Beschleunigung der Zerstörung des Ökosystems zu verhindern. In der Krise scheint sich die Gesellschaft unter Führung der Regierung nacheinander an Politiker, Extremisten, Immigranten und sogar Verschwörungstheoretiker gewandt zu haben. Als mögliche Sündenböcke machten sie sie für 250 Jahre Industrialisierung, Marktverwerfung, oberflächliche Gesellschaftspraktiken,
moralischem Verfall und Hyperkonsum verantwortlich. Die Etemananki sollte die große Arche werden, das gleiche Projekt, das die Menschheit retten würde. Das globale Projekt, das die Menschheit retten würde. Das ist echt so ultra klein geschrieben. Nur jene, die in den Augen der Regierung als wohlerzogen galten, durften an Bord gehen. Die Ashtangiten-Fanatiker des Mystizismus und Befürworter der Genmanipulation wurden mit den Abweichlern und Dissidenten auf der Erde zurückgelassen. Ja gut, ist klar. Erstmal haben sie alles dafür getan, dass ja die Erde nicht noch weiter auseinanderfällt. Hat aber nicht so gut geklappt anscheinend. Und wollten dann alles auf die Etemananki schaffen. Was noch irgendwie was in der Birne hatte anscheinend. Aber 45 Punkte und Verbesserung selbstreinigende Schmiermittel für die Abfallaufbereitung. Nein. Nein, der Nebel. Okay. Wenigstens nicht auf den verfallenen Reaktor direkt. Wir könnten jetzt sogar hier runterballern schon. Also mit der Taycan hier durchfliegen. Ich hoffe, das geht. Vielleicht verglühen wir auch in der Sonne hier oder was auch immer das ist. Allerdings konnte ich den Planeten hier noch nicht erforschen. Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Wir gucken beim Reaktor gleich auch nochmal rein. Ich sollte nur gucken, dass mir die Station nicht komplett abschmiert. Wenn ich sehe, wie die Nahrung runterrattert, dann wird mir echt übel. Wir machen schnell mal weiter. Viel zu lesen in der Folge. Aber es ist auch eine interessante Story. Der Antrieb der Etemananki wurde weder von einem PA noch von einer einfachen KI unterstützt. Stattdessen hat die Besatzung die Triebwerke und Schubdüsen kontinuierlich überwacht, angepasst und repariert. Ihre Lebensbedingungen waren äußerst prekär. Viele von ihnen schienen entweder Gefangene oder Ausgestoßene an Bord der Etemananki zu sein. In einigen Schlafzellen wurde schriftlich Anmerkung zum genetischen Cornatus und den Ashtangiten gefunden. Es gibt Berichte über mehrere schwere Zusammenbrüche vor der letzten Explosion. Besatzungsmitglieder arbeiteten hüfttief in Kühlflüssigkeit. Einige starben bei der Ausübung ihrer Arbeit in der toxischen Flüssigkeit. Wer sich weigerte, wurde von den Vorgesetzten hingerichtet. Wow. Den ging es ja auch nicht so gut da. Wir haben noch die Maschinenüberwachung über. Da gehen wir jetzt natürlich auch nochmal rein. Kann ich hier die Nahrung mal schnell abholen? So? Doof gefragt. Wahrscheinlich verliere ich jetzt tatsächlich alles. Ich schicke mal schnell drei Schiffe die Nahrung holen. Und so lange bewege ich mich nicht. Also zumindest nicht hier missionstechnisch. Bis die wieder sicher zu Hause angekommen sind. Ich weiß, wir haben recht viel. Warum bauten ihr die letzten sechs hier nicht ab? Ach, ich habe die Straße abgerissen. Ich bin ja auch ein Depp. Entschuldigung. Okay, ich glaube, wir kriegen es tatsächlich hin, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Obwohl ich das hier schon bald gar nicht mehr geglaubt habe in dem Sektor. Was ist hier überhaupt eigentlich alles los? Achso, das sind die ganzen Forschungsschiffe. Danke sehr. Dann reiß mal ab jetzt hier. Dass ich das wenigstens schon mal irgendwie fertig habe. Das ist tatsächlich der erste Sektor, in dem habe ich noch nie irgendwas verändert. So, dann baue ich jetzt hier hin den Speisesaal. Oh, habe ich wohl eine zu wenig abgerissen. Genau. Das heißt aber auch, diese Straße muss jetzt hier bleiben, ne? Das passt, aber die Müllhalde muss ja auf jeden Fall da weg. Könnte ich das noch hier rüberziehen? Ich weiß gar nicht, ob das gerade was bringt.
müsste quasi erstmal anfangen, die Häuser. Die Häuser hier müssten eigentlich noch weg. Hier müssten die größeren Häuser hin. Und dann könnten wir den Sektor nochmal vernünftig gestalten. Aber das ist jetzt zu heftig. Nicht, wenn mir der Nebel hier im Nacken sitzt. Wenn wir irgendwo mal einen Safe Spot haben, wo ich denke, da sind wir sicherer als jetzt hier. Dann. Können wir das gerne machen. Jetzt im Augenblick glaube ich eher nicht. So. Wer denn? Er hier. Ah, er ist komplett durch. Dann nach Krug P42. Oder? Warte mal. Nein, zurück zu Taiken. Wenn ich jetzt hier die Mission erfülle, dann könnte es sein, dass der Nebel wieder weitergeht. Dann hätte ich gerne mein Schiff zu Hause. Das ist ja nicht unnötig verschwenden. Ach, die Zeit. Oh Gott, wir sind auch fast schon wieder am Ende von der Folge. Aber hier gucken wir natürlich erstmal noch rein. Das ist schlecht, oder? Also, an sich ist gut, wir haben Punkte und Menschen. Die Maschinenüberwachung war hauptsächlich mit hochrangigem Personal besetzt. Einige konnten noch Kryokapseln erreichen, ehe es zum Druckabfall kam. Analysen der verbliebenen Computerinfrastruktur zeigen, dass sie gegenüber den Maschinenraumarbeiten gnadenlos waren und sie wie entbehrliche Ausgestoßene behandelten. Im gesamten Überwachungsbereich gibt es Spuren von Hackerangriffen. Alle Schiffscomputer für Triebwerke und Reaktoren waren kompromittiert, was die Itamananki manövrierunfähig machte und in der gesamten Superstruktur für Stromausfälle sorgte. Das Team der Gier konnte Protokollauszüge extrahieren, die damit in Zusammenhang stehen. Diese Codefragmente deuten auf das SMK. Relevante Daten wurden für detaillierte Analysen an das Techniklabor der Taiken gesendet. Diese Kuh auf das SMK? Was? Was ist das SMK? Weiß ich nicht. Okay, es wurde gehackt, wie verrückt. Nein, ich wusste es. Wir kriegen die Wissenschaft hier nicht. Und wir müssen mit der Taiken jetzt weg. Sammelt er die Punkte oder geht er jetzt in Rauch auf? Okay, wir fliegen jetzt hier runter. Irgendwo zu den zerstörten Andockbuchten. Das ist natürlich echt weit. Lass mal gucken. Ja, 4,1 Zyklen, super. Gut, dass wir genug Batterien haben. Aber das Schiff werde ich nicht mehr nach Hause kriegen. Das wird nichts. Die sind weg. Ärgerlicherweise habe ich hier oben noch nicht geschaut. Aber wir können ja jetzt erstmal unten den Kram erledigen. Außerdem brauchen wir dringend Rohstoffe. Bin schon froh, dass die Nahrung halbwegs durchhält. Und hier unten können wir dann vielleicht wieder ein bisschen sammeln. Ja, beruhig dich. Oh, Wissenschaft hat es noch alles mitgenommen. Ein tapferes kleines Schiff, die Gier. Zurück zur Taiken. Und sie geht in Rauch auf. Das war jetzt nicht zu verhindern, das bleibt jetzt auch so. Wir werden in der nächsten Folge hier runterballern mit der Taiken und dann uns erst. Macht's gut, Leute, ihr habt alles gegeben. Das kannst du nicht voraussehen, sowas. Okay, ihr Lieben, das war interessant, viel zu lesen, viel Geschichte, aber so ein bisschen kommt ja jetzt auch mal alles so ein bisschen ans Licht, worum es denn überhaupt hier so ging oder was denn überhaupt passiert ist im Laufe der Zeit. Und wir werden uns dann
hier unten mal die anderen zerstörten Teile anschauen. Hat sie mal einen ganzen Sektor verteilt, das Schiff, oder was? Ist ja irre. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ixion. Macht's gut. Bis denne. Tschüssi.